Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar One. Tja, ein paar Sachen, die man sich bei diesem Spiel bewusst sein muss. Es gibt also insgesamt drei Missionen, die sind wohl ein wenig, nennen wir es mal, ja, sehr zu beachten. Und zwar kommen da so zwei Missionen mit so Flaks. Und, also man schießt selber dann auf diese blauen Tool-Dinger, diese Drohnen, die wir schon gesehen haben. Oder welche angegriffen worden sind. Beziehungsweise die greifen uns an und deswegen müssen wir sie abschießen, so. Und da gibt es wohl einen dummen Bug bei dem Spiel. Und zwar sind die entsprechend stark, wie die Darkstar One aufgerüstet ist. Ich meine, das hat auch mit den Artefakten zu tun. Und entsprechend ist spätestens die... Es gibt zwei Flak-Missionen in dem ganzen Spiel wohl und entsprechend ist die zweite Flak-Mission dann, ja, je nachdem, wie weit man seine Darkstar One, also dieses Schiff, aufgerüstet hat, ja. Nicht Wirtschaftliche Krise. schaffbar, Die Preise so von Dünger ungefähr. sind aufgrund des derzeit hohen Bedarfs weiterhin hoch. Okay. Ja, nun, und entsprechend gibt es dann wohl noch so eine Mission. Da ist man irgendwie in der Fabrik, irgendwie da drin darf man halt nicht stehen bleiben, sonst gerät man in eine ausgesprochen Mausefalle, wo man nicht mehr rauskommt. Ich glaube, bis dahin habe ich wahrscheinlich tatsächlich gespielt und ich wusste das nicht und entsprechend habe ich wahrscheinlich dort damals mal aufgehört zu spielen. Ja, und Ich hier haben wir grüße jetzt eine dich. Ich Sidequest. arbeite für den Metaron-Konzern. Wir sind immer auf der Suche nach Söldnern, die knifflige Aufgaben dort übernehmen, wo uns die Regierungen keine polizeiliche oder militärische. Na komm, nehmen wir an und dann ist gut. Das machen wir dann parallel irgendwie dazu. Und ja, ist natürlich die Frage. Ich glaube, Artefakte sammeln, wenn das das Level der Darkstar One ist. Das zögere ich dann am besten alles so weit raus, wie es nur wohl irgendwie möglich ist. Ist halt die Frage, wo sehe ich das Level von meinem Schiff jetzt, ne? Dass ich da mal gucken könnte. Dafür müsste man hier erstmal wieder sich mal richtig eingespielt haben. So, da sind wir auf jeden Fall verkehrt. Dann muss man das irgendwo hier ja sehen können, ne? Bei 0. Aktuelle Schiffsstufe. Ja, ich verstehe. Und ich glaube, die Schiffsstufe steigt dann, wenn man alles drei auf eine quasi höher aufgerüstet hat oder schon bei einem Artefakt. Ist halt die Frage, hatte ich vorher Schiffsstufe 0 oder auch schon 1? Das kann ich eventuell aber in meinen alten Videos sehen. Jedenfalls müssen wir vermeiden, bis zu den jeweiligen Flak-Missionen, dass wir da möglichst alle Artefakte bis dahin eingesammelt haben, weil das macht es uns dann bei diesen Missionen schwieriger. Ich würde es ja gerne machen, ohne da eine Datei modden zu müssen und laden und speichern und hast du nicht gesehen, ne? Ich habe halt noch die Möglichkeit dazu. So, ja, machen wir jetzt. Fliegen wir erstmal ab hier. Gilt es also erstmal möglichst die Story weiterzuspielen, ne? Ist halt die Frage. Ich glaube, ich mache mal erstmal die Sidequest und dann mache ich mit der eigentlichen Story weiter. Ich denke, das macht so am meisten Sinn. Kann ich irgendwie helfen? Terminal abrufbar. Das muss ich mir auch mal genauer angucken. Na, haben wir wieder mit Piraten zu tun, ja? Die Navigationsdaten. Ach so, ja, weil wir gerade das Weltall da erkunden. Mit T war das, ne? Ja, Piraten. Alles klar.
Um die kümmern wir uns jetzt erstmal. So viel steht fest. Der gibt sich schon auf die Flucht, ja, weil er weiß, dass er keine Chance hat anscheinend. Ja, moin. Ausgezeichnete Arbeit. Ich aktiv, du passiv. So. Ab zur Handelsstation. Es interessiert mich, dass man mal mit dem Terminal war es doch, ne? Mit diesen Nachrichten dort bekommt man da etwa ein bisschen mehr Story. Mhm. Oh ja, in der Tat. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt lesen müssen. Ich denke ja nicht. Ich kann ja mal schauen, was wir mit dem Money so anfangen können. Wir können die Geheimdienstwaffe mal dran machen. Gucken, ob die besser ist. Nach solchen Sachen sollte man vielleicht erstmal Ausschau halten und das alles abgreifen. Ne? Piratengangs erledigen, wie ich das schon mal bei diesem einen Schiffswrack gemacht habe. Das macht dann wahrscheinlich Sinn, weil das das Level nicht erhöht vom Schiff. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal diese Sidequests an. Zwei Frachter aus dem besetzten Tarsystem. Was ist mit denen? Das Tarsystem wurde von Piraten besetzt. Diese Frachter gehören zu ihnen. Mein Konzern sagt, wenn die uns nicht reinlassen, lassen wir sie nicht raus. Okay. Dort kommt schon der erste Frachter, direkt pünktlich. Vorsicht, das ist ein großer. Und Geleitschutz hat er auch noch. Ich danke dir für deine Hilfe.
Hier ist die Belohnung. Was fange ich mit dem Schlüssel an? Wenn du Lust hast, kannst du ihn verwenden, um das besetzte Tarsystem zu betreten. Und was erwartet mich dort? Na, Piraten, und zwar eine ganze Menge. Doch wenn du sie fertig machst, winkt eine ebenso große Belohnung. Ich werde es mir überlegen. Ich glaube, du hast keine Chance. Übrigens, in den meisten Clustern gibt es ein System, dessen Schlüssel du nur über besondere Aufträge erhältst. Viel Glück! Hey. Was ist denn das da? Und da gibt's auch ein Artefakt anscheinend wieder. Okay. Tja. Müsste ich mal tatsächlich meine Videos nochmal durchgucken und vielleicht habe ich so eine Sidequest irgendwo verpasst. Was ist bei euch los? Könnte passiert sein, weiß ich nicht. Wo bleibt die Ladung? Schauen wir mal. Wir wollen ja möglichst alles mitnehmen, ne? Jetzt haben wir jedenfalls erstmal richtig schön Geld verdient. Bitte beachten Sie, dass der Verkauf von Androiden an dieser Station illegal ist. Raketenwerfer. Raketen 8. Müssen wir dann so quasi Munition dafür zurückkaufen oder? Wahrscheinlich, ne? Das ist nicht so meine Waffe. Ja, können wir erstmal nicht wirklich was machen. Vielleicht gibt es einen Landecomputer. Das ist dann halt auch Klasse 2, können wir noch nicht verbauen. Okay. Ja. Ich würde sagen, weiter mit der Story erstmal noch, ne? Und vorher vielleicht speichern. Ist wahrscheinlich ganz sinnvoll. Hey, vorsichtig! Gucken wir mal. Artefakt in Targetliste. Das hat auf der Karte. Doch, steht auf der Karte. Wir müssen es ja nicht einsammeln, ne? Hier gibt es ein Piratenversteck. Ja, das trifft sich gut. Da habe ich jetzt auch Lust drauf. Können wir nochmal richtig Action machen? Sieh an! Noch jemand, also der geil. Für eine Prämie sein Leben opfert! Bisher sieht das alles ganz anders aus. Holen wir jetzt die ganzen schönen Geheimdienstwaffen da. Und eigentlich kann man den Schwierigkeitsgrad tatsächlich auch noch verdrehen. Ich spiele also die ganze Zeit auf 2. Naja, meinetwegen. Ich habe da überhaupt nichts eingestellt eigentlich. Also ist das so Standard wohl, nehme ich mal an. Das ist ein Ende. Ja komm, wir sind mal cool. Und erhöhen den mal. Mehr auf Mittel. Mal gucken, wie es sich da weiterspielt. Er hat mich
sollen ja auch nicht zu einfach sein, ne? Dann wird es langweilig. So, genug gespielt. Jetzt machen wir kurzen Prozess mit dir. Sehe ich nicht, aber... Um alles muss man sich selbst kümmern. Nein, das wird schon schwieriger, aber alles machbar, oder? Schilde sind ja schon mal weg. Der hat schon mal gut gelitten. Ich komme nicht weg! Erledigt, würde ich sagen. Geheimdienstwaffe erhalten. Oh, dann erstmal weg zur Handelsstation, ne? Würde ich sagen. Ich glaube, man konnte das auch noch ein zweites Mal machen und dann wurde diese Gang etwas schwieriger. Bin mir da aber nicht mehr so sicher. Das können wir gleich mal ausprobieren. Warum dauert das hier so lange? Erstmal eine Runde landen. Es gibt auch erstmal noch Story, okay. Lazar? Hat Robert dich geschickt? Hier, das ist der Mann, den ich suche. Den kenne ich. Das ist Jack Forrester. Weißt du, wo er ist? Nein. Er war zwar hier, ist aber vor kurzem wieder abgehauen. Ich konnte nicht rausfinden, wohin. Mehr hast du nicht? Tut mir leid, Mann. Sag Robert, ich helfe immer gerne, wenn ich kann. Danke. Ist wohl nicht so toll gelaufen, hm? Was soll das heißen? Dass Lazars Informationen so schlecht sind wie sein Spiel. Im Gegensatz zu deinen? Ich kenne da ein paar Leute. Wenn du denen einen Gefallen tust, tun sie dir einen. Helfen dir zum Beispiel, jemanden zu finden, den du suchst. Und natürlich kannst nur du mich mit diesen Leuten in Kontakt bringen. Was willst du dafür? Nichts. Ich hatte einen kleinen Unfall mit meinem Schiff und möchte einfach nur weg von hier. Ich kann dich nicht mitnehmen. Ich würde dich nur in Gefahr bringen. Kein Flug, kein Deal. Also gut, ich nehme dich bis zu deinen Kontaktleuten mit. Einverstanden. Mein Name ist übrigens Eona. Ich bin Chiron. Das riecht nach Ärger. Man kann die Artefakte auch kaufen. Interessant. Tja, nun. Speichern wir erstmal. Erstmal einen Abflug machen. Hier Stationskontrolle. Ihr habt Startfreigabe. Roger. Ich fasse es nicht. Meine Kabine hier ist größer als mein erstes Schiff. Und sie riecht besser. Sogar deutlich besser. Das Schiff ist nagelneu, oder? Was benutzt du für einen Schiffscomputer? Den HAL 3000? 5000. 5000? Ich dachte, der sei noch gar nicht raus. Von
hier aus habe ich ja sogar vollen Zugriff auf alle Funktionen. Hier Stationskontrolle. Seid ihr eingeschlafen oder gibt es Probleme? Nein, keine Probleme. Wir müssen nur noch den Kurs programmieren. Koordinaten eingegeben. Alle Systeme startklar. Dann los. Auf zu den Sternen. Jo, auf zu den Sternen. Wirklich klasse, dieses Schiff. Wir müssen in den Alpha Centauri Cluster. Unser Kontaktmann, ein gewisser Delano, wartet dort im Sol-System auf uns. Das alte System der Terraner und der Sitz des Galaktischen Rates. Genau, wir müssen aber nicht auf die Erde runter. Delano hält sich normalerweise auf der Handelsstation auf. So ohne weiteres kommen wir da nicht hin. Hast du einen Schlüssel für das Sol-System? Für das erste System von Alpha Centauri habe ich noch einen Schlüssel aus meinem Schiff. Und die anderen werden wir schon irgendwie rankommen. Mega. Das ist dann Alpha Centauri. Okay. Ja, meinetwegen. Jetzt gucken wir uns nochmal das Piratenversteck an. Mal gucken, ob da nochmal Piraten kommen oder nicht. Das möchte ich gerne nochmal wissen. Aber besiegt ist anscheinend besiegt, ja. Okay. Ja gut. Dann jetzt nochmal zur Handelsstation. Möchte ich mir diese Waffe nämlich nochmal genauer angucken, nach dem ganzen Story-Kram. Und dann werde ich diese Folge erstmal beenden. Hier ist aber gerade viel los. Wir sind nämlich schon über der üblichen Zeit drüber, wegen Story-Videos. Ja, ist dann nochmal die Geheimdienstwaffe, aber eine bessere sogar nochmal. Dann montieren wir die doch mal. Hier, die Schussenergie ist mehr. Verbrauch ist gleich und dann kommt da noch Verbesserungen mit drauf, ne? Beziehungsweise, wenn ich die jetzt nehme, ist es eine Verschlechterung. Muss man sich auch erstmal wieder reinfuchsen in das Ganze hier. Ja gut. Einmal gespeichert und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darkstar One. Bis dahin, macht's gut oder besser.